Was gibt es Schöneres in der kalten Jahreszeit, als sich in einer warmen Sauna mal richtig schön zu entspannen und gleichzeitig noch etwas für die Gesundheit zu tun? Als Alternative zur klassischen Sauna kommt dabei immer häufiger die Infrarotsauna zum Einsatz. Sowohl in Wellnesshotels als auch in privaten Haushalten in Form einer eigenen Infrarotkabine. Heute möchte ich einmal darauf eingehen, wie sich die Infrarotstrahlung auf unseren Körper auswirkt, um dir damit zu erklären, warum regelmäßige Saunagänge aus gesundheitlicher Sicht eine tolle Sache sind. Klären wir aber erstmal, wie sich eine Infrarotsauna überhaupt von einer herkömmlichen Sauna unterscheidet, weil sich der eine oder andere unter dem Begriff bestimmt nicht so viel vorstellen kann. Wie sieht es bei einer klassischen Sauna aus? Bei der klassischen Sauna wird die Umgebungsluft durch den Saunaofen auf 80 bis 90, teilweise sogar 100 Grad Celsius erhitzt. Und diese Hitze wird von außen auf den Körper übertragen, sodass sich die Hautoberfläche erwärmt und sogar die Körperkerntemperatur ansteigt, worauf der Körper unter anderem mit starkem Schwitzen und einer Erweiterung der Blutgefäße reagiert. In einer Infrarotsauna hingegen befindet sich kein Ofen, der die Luft erwärmt. Dafür sind an allen Seiten der Kabine Infrarotstrahler angebracht, von denen man sich dann bestrahlen lässt. Diese Infrarotstrahlung erhitzt nicht die Umgebungsluft, sondern die Struktur, auf die sie trifft, also den menschlichen Körper. Und nur ein kleiner Teil der Wärme, ca. 20%, wird an die Umgebung abgegeben, sodass die Temperatur in einer Infrarotkabine nur zwischen 35 und 50 Grad Celsius liegt. In einer klassischen Sauna wird die Wärme also von außen in den Körper hineingedrückt. In einer Infrarotsauna findet die Wärmeproduktion im Körper selbst statt. Durch die deutlich geringere Temperatur wird der Kreislauf bei einer Infrarotsauna nicht so stark belastet und man fühlt sich nach einem Saunagang nicht so erschöpft wie bei einer klassischen Sauna. Dementsprechend können auch viele Personen, die mit einer herkömmlichen Sauna kreislaufbedingt nicht so gut klarkommen, stattdessen die Infrarotsauna benutzen. Und das spiegelt sich auch darin wider, dass der Saunagang selbst bei einer Infrarotsauna anders gestaltet wird. Während man bei einer klassischen Sauna in der Regel 2 bis 3 Durchgänge mit dazwischenliegenden Pausen absolviert, macht man in der Infrarotsauna einen langen Durchgang, der ohne Pausen etwa 30 Minuten geht. Es mag erstmal befremdlich klingen, sich der Infrarotstrahlung auszusetzen, weil man bei Strahlung direkt an etwas Schädliches denkt. Das ist aber nicht immer zutreffend, weil es unterschiedliche Arten elektromagnetischer Strahlung gibt. Gefährlich sind energiereiche Röntgen- und Gammastrahlen aus radioaktiven Quellen. Infrarot hingegen ist eine Strahlungsart, die in Form der natürlichen Sonnenstrahlung allgegenwärtig ist. 42% der Sonnenstrahlen sind Infrarotstrahlen und dieser Anteil ist dafür verantwortlich, dass die Sonne uns überhaupt wärmt. Das gilt auch allgemein für Infrarotstrahlung. Sie hat eine wärmende Wirkung und wird deshalb auch oft als Wärmestrahlung bezeichnet. Jeder warme Körper oberhalb des absoluten Nullpunktes strahlt also Energie in Form von Infrarotstrahlung ab. Auch wir Menschen. Wenn wir also mit anderen Menschen direkten Hautkontakt haben, wird immer eine geringe Menge an Infrarotstrahlung übertragen. Insofern ist Infrarot eine natürliche Strahlung, die uns jeden Tag begegnet und hat nichts mit Fukushima oder Ähnlichem zu tun. Der Begriff selbst verrät auch schon, um was für eine Art von Strahlung es sich überhaupt handelt. Infra bedeutet nämlich so viel wie unterhalb. Mit Infrarot ist der Spektralbereich gemeint, der unterhalb bzw. nach dem roten Ende des sichtbaren Lichtspektrums kommt. Infrarotstrahlung grenzt sich somit an den Bereich des sichtbaren Lichtes an. Sie hat nämlich eine Wellenlänge von 780 Nanometern bis zu 1 Millimeter und ist langwelliger und energieärmer als das sichtbare Licht. Infrarotstrahlung wird in 3 Teilbereiche unterteilt. Dabei gilt, je kurzwelliger die Strahlung, desto energiereicher und desto tiefer dringt die Strahlung in die Haut ein. Es gibt zum einen die Infrarot-C-Strahlung mit einer Wellenlänge von 3 Mikrometern bis zu 1 Millimeter. Das ist der langwelligste Infrarotbereich, der bis zu 0,3 Millimeter tief in die Haut eindringt und dementsprechend nur die Epidermis, also die Oberhaut, erwärmt. Darauf folgt der Infrarot-B-Bereich mit 1,4 bis 3 Mikrometern Wellenlänge. Dieser Bereich ist schon energiereicher, dringt bis zu 2 mm tief in die Haut ein und erreicht somit auch schon die Dermis, die Lederhaut. Also das ist die mittlere Hautschicht. Und als dritten Teilbereich gibt es dann noch den Infrarot-A-Bereich mit 0,78 bis 1,4 Mikrometern Wellenlänge. Diese Strahlung dringt bis zu 5 mm tief in die Haut ein und erreicht somit vor allem das Unterhautfettgewebe der Subkutis. Das heißt, in diesem Bereich wird die gewünschte Tiefenwärme erzeugt. Welche Strahlungsart in der Infrarotsauna Anwendung findet, hängt davon ab, welcher Strahlertyp in der Sauna verbaut wurde. Da gibt es einmal sogenannte Flächenstrahler, die fast ausschließlich Infrarot-C-Strahlung in die Sauna bringen. Dann gibt es Tiefenstrahler, bei denen sowohl
B- als auch C-Strahlung zum Einsatz kommen. Und es gibt als dritte Art Vollspektrumstrahler, bei denen das gesamte Infrarotspektrum abgedeckt wird, also A-, B- und C-Strahlung. Und diese Art kommt dem Sonnenlicht damit auch am nächsten, weil auch im Sonnenlicht die Infrarot-A-Strahlung enthalten ist. Und nur bei dieser Art wird eine effektive Tiefenwirkung erzeugt. Heutzutage hat aber auch schon ein großer Teil der angebotenen Infrarotkabinen Vollspektrumstrahler. Schauen wir uns jetzt mal an, wie sich die Strahlung der Infrarotsonne auf unseren Körper auswirkt. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass die Infrarotstrahlung einen Tiefenwärmeeffekt erzeugt, weil sie tief in den Körper eindringt und ihn von innen heraus erwärmt. Dadurch werden auch die tiefliegenden Gewebe erreicht. Lokal wird der Stoffwechsel angeregt und die Durchblutung wird verbessert. Bedeutet, Sauerstoff und Nährstoffe werden besser in das Gewebe transportiert und Schadstoffe werden schneller abtransportiert. Dadurch, dass auch tiefliegende Gewebe, wie zum Beispiel das Fettgewebe, von der Infrarotstrahlung erreicht werden, ist das Spektrum an Schadstoffen, die mit dem Schweiß ausgeschieden werden, auch deutlich breiter als nach dem Besuch einer finnischen Sauna, bei der in erster Linie Kochsalz im Schweiß enthalten ist. Analysen haben sogar gezeigt, dass der Schweiß nach einer konventionellen Sauna zu 95-97% aus Wasser besteht und dementsprechend nur zu 3-5% aus Nicht-Wasserbestandteilen. Der Schweiß nach einer Infrarotsauna hingegen besteht nur zu 80-85% aus Wasser und hat einen deutlich größeren Anteil von 15-20% an Nichtwasserbestandteilen. Und das sind Stoffwechselendprodukte der entsprechenden Gewebe, aber auch Schadstoffe und Schwermetalle, die im Fettgewebe eingelagert sind und bei einer klassischen Sauna gar nicht ausgeschieden werden, weil das Fettgewebe eben nicht erreicht wird. Dazu kommt, dass auch das Schweißvolumen selbst bei einer Infrarotsauna ungefähr doppelt so hoch ist wie bei einer herkömmlichen Sauna. Und somit ist das Entgiftungspotenzial insgesamt wesentlich größer. Neben dieser physischen Wirkung hat die Infrarotstrahlung aber auch auf die Psyche eine positive Wirkung. Stress ist neben Bewegungsmangel, Rauchen und einer ungesunden Ernährung einer der größten kardiovaskulären Risikofaktoren und damit eine ernstzunehmende Bedrohung für unsere Gesundheit. Heutzutage haben die meisten Menschen einen hektischen Alltag und stehen nahezu dauerhaft unter Stress. Und deshalb ist es eben von großer Bedeutung, Entspannungstechniken bewusst in den Alltag einzubauen. Und da ist es eben eine sehr gute Maßnahme, regelmäßig zu saunieren. Jetzt natürlich noch die Frage, wie man das Ganze am besten umsetzt. Da hat man zum einen die Möglichkeit, dass man sich einmal informiert, einmal googelt, welche Thermen- und Wellness-Einrichtungen in der näheren Umgebung eine Infrarotsauna anbieten, die man benutzen kann. Gerade am Anfang, um das Ganze mal zu testen oder wenn man eher unregelmäßig Zeit hat, ist das natürlich eine super Möglichkeit, weil man zeitlich recht flexibel ist. Wer langfristig mehrmals die Woche saunieren möchte und daraus eine feste Gewohnheit für den Alltag machen möchte, der kann sich auch eine eigene Infrarotkabine für zu Hause anschaffen. Da hat man natürlich einmalig recht hohe Anschaffungskosten von 800 bis 1000 Euro, kann dafür aber jederzeit kostengünstig saunieren. So eine Infrarotsauna sollte auch bei jedem Platz finden, weil sie für eine Person nur ca. 1 bis 1,5 Quadratmeter Platz in Anspruch nimmt. Und langfristig spart man mit einer eigenen Infrarotkabine eine Menge Geld, weil die Betriebskosten im Vergleich zu einer finnischen Sauna relativ gering sind. Das liegt daran, dass eine Infrarotsauna nicht vorgeheizt werden muss und direkt betriebsbereit ist. Und außerdem ist der Energieverbrauch aufgrund der niedrigeren Temperatur auch deutlich geringer. Schließlich muss die Luft nicht auf 80 bis 90 Grad erhitzt werden. Wenn du dir eine eigene Infrarotkabine für zu Hause anschaffen möchtest, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung, da verlinke ich dir ein gutes Modell. Wer aber nicht so viel Geld ausgeben möchte, der kann sich auch eine tragbare Infrarotsauna für zu Hause anschaffen. So eine Sauna ist deutlich günstiger, weil es sich dabei eben nicht um eine Holzkabine handelt, sondern sozusagen ja, um einen faltbaren Sack, an dem innen Infrarotstrahler angebracht sind, in dem man sich quasi reinsetzen kann. Das sieht zwar nicht so hochwertig aus wie eine Holzkabine, erfüllt aber trotzdem den Zweck und ist eben deutlich günstiger. Auch den Link zu einer tragbaren Infrarotsauna packe ich dir mal in die Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren, das Ganze mal auszuprobieren. Wenn du schon mal eine Infrarotsauna benutzt hast, dann schreib mir deine Erfahrung gerne in die Kommentare. Lass mir außerdem gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere auch diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.